Guten Morgen, meine Lieben. So, heute haben wir den ersten Tag im Februar. Jetzt gehen wir mal mit kleineren Schritten auf den Frühling zu. Gott sei Dank, ne? Ja, ihr müsst heute ein bisschen Nachsehen mit mir haben, weil ich sehe nicht gut. Ich war gestern beim Augenarzt. Ich habe da was am Auge. Das weigert sich wegzugehen, ne? So. Dann sehe ich ein bisschen verschwommen, ne? So, ich habe heute mal zwei Traumtarot mal gezogen. Da gucken wir mal, was das zu bedeuten hat, ne? Da habe ich zum einen die Erde, ne? Da geht es um Realitäten. Dazu gehört es, dass du deine Pflichten erfüllst, Ordnungen im Alltag schaffst. Außerdem halte dich auch an gesellschaftliche Spielregeln. Aber da meine ich die Spielregeln, damit sei ein guter Mensch, ne? Es wird für dich immer schwieriger. Also es kann sein, dass du mit Leuten zu tun hast, ne? Für die, wo es jetzt schwierig wird, lästige Verantwortung auf andere abzuwälzen oder auf dich, ne? Oder die zu vernachlässigen, ne? Jetzt sind Einsatz, Geduld und Disziplin gefragt. Nur Fakten zählen, ne? Und guck dir die auch überall an, ne? Fall nicht auf Traumtänzer rein, die wo dir da ein X oder ein U vormachen wollen, ne? Ja? Hast du dich vielleicht ausnutzen lassen von deinem Partner, deinem Chef? Ändere das jetzt, ne? Unterstütze weder Vollpelze noch Drückeberger. Sichere deine Existenz, erde dich, aber mach dich nicht zum Sklaven von Geld und Besitz. Ja, es könnte eine ideale Zeit sein, wenn du genug Geld hast, vielleicht ein Häuschen zu kaufen, ne? Ja, aber tu die materielle und intellektuelle Seite des Lebens nicht überbewerten, ne? Ja. Und vernachlässige dich Geist und Seele. Drück dich nicht von deinen Aufgaben, tanke Kraft in der Natur, räum auf, ne? Ja. Dann kann es sein, dass dich heute jemand so aufregt, dass du mit deinen Schatten konfrontiert wirst, ne? Ja. Da könntest du jetzt in Situationen geraten und Menschen begegnen, die extrem heftige Reaktionen in dir auslösen, ne? Meistens unsere toxischen Gesellen. Ob du vielleicht auf eine Kollegin da losgehst, ne? Ausrastet, weil du dich von deinem Partner da gedemütigt fühlst, ne? Du wirst mit deinen Schatten konfrontiert. Du erlebst dich selbst von einer erschreckenden Seite, ne? Wir alle haben ja beide Seiten in uns. Und diese toxischen Gesellen, die haben es gut drauf, uns so herauszufordern, dass wir an die Decke hopsen, ne? Ja. Ja, natürlich sollst du auch ein bisschen lernen, dich klarer zu sehen, ne? Ja. Weil die dunklen Seiten, die haben wir alle, aber die meisten von uns, die füttern ja den guten Wolf, ne? Ja, du kannst dann gegensteuern, ne? Es kann aber auch passieren, dass dir irgendjemand heute sein wahres Gesicht zeigt, vielleicht dich sogar attackiert, ne? Ja, lass deinen Ärger, wenn du den jetzt hast, nicht an anderen Leuten aus, die wohl nichts dafür können. Prüf erst immer dein Verhalten, bevor du Vorwürfe machst. Und sei dankbar, wenn jemand dich auf einen Fehler hinweist, dann kannst du das ja wieder gut machen. So, ich habe gerade gemerkt, ich habe meine Armbänder vergessen. Die ziehen wir mal schnell an. So, also, irgendjemand lässt dich heute an die Decke hopsen. Was haben wir denn noch für Karten? Die Secret K2 von der Nadine Breitenstein. Die Tarot von der Angelina Schulze. Und das magische Orakel der Feen von der Doreen Vertue hole ich heute mal. So, da gucken wir mal in die Tarot. Mir sticht mein Auge, meine Lieben. Ach, ist das so schlimm. Ne? Beste Krankheit taugt nichts. Im Namen Gottes, was ist heute wichtig fürs Seelenkollektiv? Ja. Du sollst deinen inneren und äußeren Reichtum erkennen und wertschätzen und auch genießen. Es geht halt in 10 der Münzen, dass du in materielle Fülle und in partnerschaftliche Fülle kommst, ne? In deinen Erfolg, in deine Sicherheit. Ne? Ne? Lass dich von deinen Instinkten leiten, von deinem Bauchgefühl. Es kann sein, dass du eine Familie gründest. Ne? Dafür musst du natürlich erstmal jemanden kennengelernt haben. Vielleicht kommt das aber auch jetzt auf dich zu. Ne? Ja, beruflich eventuell gute Projekte, ein sicherer Arbeitsplatz. Ne? Ja. Ja, du hast es. Also da willst du rein, ne? Glücklicher Nestbau, ne? Du hast es aber mit jemandem zu tun,
Ne? Das kann in deinem Umfeld sein, der Situationen und Gesprächen aus dem Weg geht, ne? Sich davon stiehlt, sich vor aller Verantwortung drückt, das haben wir ja schon bei der Erde gehört, ne? Ja? Jemand, der wohl dich da ausnutzt, ne? Betrügt, ne? Tricks anwendet in der Liebe, sehr verlogen, toxischer Partner eventuell oder Ex-Partner, wo fremd geht, Fluchtverklärung, kannst du reden, wie du willst, da kommt nichts zurück. Beruflich aufpassen vor Betrug, Intrige, Drückebergerei und Täuschung. Ne? Kann dich auch jemand ausnutzen. Aber davon gibt es einen Abschied. Ja, für manche kann das natürlich auch ein bisschen schmerzhaft sein. Ne? Hier kommt ein Aufbruch ins Neue. Jedoch noch ungewiss. Ne? Also hier trennst du dich. Ne? In der Liebe eventuell von diesem verlogenen Partner. Oder hast dich schon getrennt. Gehst deinen eigenen Weg. Ja, die Zukunft, da wissen wir ja nie, wie die kommt. Ne? Beruflich kann es sein, dass du auch von deiner Arbeit die Schnauze voll hast, da kündigst. Ne? Dass da auch der Beginn einer ungewissen Phase kommt. Geht es denn weiter? Oder auch arztmäßig, ne? Dass du umziehst. Ja, du hast aber einen guten Start. Du kannst dir was aufbauen, weil du fleißig bist. Ne? Und auch Neues wagst. Ne? Vielleicht kriegst du Unterstützung dabei, ne? Dass du Neues wagst. Gehst in kleinen Schritten vorwärts. Ne? In der Liebe kommt auch ein Neustart. Ne? Vielleicht hast du schon jemanden kennengelernt oder lernst jemanden kennen, wo du dir so gemeinsam was aufbauen kannst. Ne? Neues ausprobierst. Ne? Beruflich, vielleicht machst du eine Ausbildung, eine neue. Machst einen Neustart. Ne? Also etwas, was sich auch langfristig für dich lohnt. Ne? Ja. Hier wird etwas plötzlich beendet und abgebrochen. Ne? Trennung. In der Liebe wird Schluss gemacht. Ne? Mit jemandem, der wo dir immer in den Rücken gefallen ist. Ne? Jemand, der wo dich verletzt hat. Ne? Ja. Kommst da auch zu schmerzhaften Erkenntnissen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass du am Ende einer Angelegenheit bist. Das kann beruflich wie in der Liebe sein. Ne? Also du bist mit etwas fertig. Ne? Ja, du magst da nicht mehr weitermachen. Das bedeutet aber auch, dass du erschöpft am Boden liegst. Eventuell sogar Burnout hast. Ne? Ja, jo. Aber das Gute ist, da kannst du ja nur noch in eine Richtung gehen, nach oben. Ne? Ja. Natürlich hast du deswegen auch die Aufforderung, mal auszuruhen, ne? Zur inneren Sammlung und zum Rückzug, ne? Das stagniert was, weil du liegst ja am Boden, ne? Hast eine Zwangspause, bist erschöpft im Stillstand, ja. In der Liebe kann das bedeuten, der Partner, wo du dich da trennst, ne? Da bist du vereinsamt, ne? Ja, der oder die hat dich im Stich gelassen. Also ich rede immer aus der Sicht einer Frau. Männer drehen sich das bitte um und gleichgeschlechtlich gilt es natürlich auch. Ja, vielleicht bist du auch beruflich im Stillstand, ziehst dich zurück, erschöpft, ne? Zu viel gearbeitet, ne? Vielleicht bist du auch arbeitslos geworden, ne? Aber jetzt kommt der neue Anfang. Allerdings rauscht der so rein, ne? Ja, du hast die Chance, was zu klären, da kommt es durch Streitereien, kommt es plötzlich, ja, zu einem Neuanfang, ne? Ja, in der Liebe kann das bedeuten, dass du dich mit jemandem aussprichst, in der Krise bist oder dich gar ganz trennst, was ich eher glaube, oder schon getrennt hast, gehst da in einen Neuanfang, beruflich auch. Ne? Also wir haben es viel mit Neuanfängen zu tun, die wo aber unter einem guten Stern stehen. Da wirst du Erfolg haben, Glück, neue Hoffnung wieder kriegen und das entwickelt sich auch besser als gedacht, ne? Weil du weißt ja noch nicht, wo du reingehst. Ne? Das kann bedeuten, wenn es noch nicht passiert ist, dass du die große Liebe kennenlernst, ne? Da wirst du eine glückliche Zukunft haben und diese Liebe steht unter einem guten Stern. Beruflich eine Arbeit, ja, da hast du auch langfristig gute Zukunft. Ne? Glück, bist beschützt. Ja? Also hier geht es um eine gute Zukunft. Wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Namen Gottes. Ja, eine neue Lebensphase beginnt. Da wirst du wieder offen und neugierig durch die Welt gehen, spontan handeln, ne? Jo, da gibt's mal Überraschungen, mal Chaos, ne? Ja,
In der Liebe kann es bedeuten, dass du eine neue Liebe kennenlernst. Irgendwie muss der Neuanfang ja geschehen, ne? Vielleicht gibt's aber auch einen Neuanfang in bestehenden Beziehungen, aber das sind nicht die toxischen damit gemeint, ne? Sondern wo man so ein bisschen, jo, nebeneinander hergelebt hat, ne? Jo. Ja, beruflich ein Neuanfang, da probierst du dich aus, ne? Also es geht in eine neue Lebensphase, wo jetzt Gerechtigkeit einzieht, die Karma-Karte, ne? Also du wirst jetzt ernten, was du gesät hast. Ja, tu gut überlegt entscheiden, ne? Erkenn natürlich deine eigene Verantwortung. Es kann sich aber auch tatsächlich um eine Gerichtssache drehen. Aber hier geht es um Gerechtigkeit für dich, um Fairness, ne? Ja? In der Liebe musst du so drauf achten, dass Geben und Nehmen im Gleichgewicht ist, ne? Kann sein, dass der eine oder andere sich scheiden lässt oder in einer Scheidung steckt, ne? Ja? Ja, beruflich, ja, sachlich beurteilen alles, ne? So. Mich piekt mein Auge, meine Lieben. Aber ich gebe mir Mühe. Ja? Schlimm. So, dann gucken wir mal die nächsten Karten. Im Namen Gottes. Was möchte uns die geistige Welt noch mitteilen? Ja? Oh, der Joker. Eine Überraschung, ein Trumpf. Du hältst einen Trumpf in der Hand, den wo du ausspielen kannst. Hier passiert auch was, womit keiner mehr gerechnet hat. Da wird es großes Erstaunen geben. Und das überall, im Innen wie im Außen, ne? Ja, hier sind sie wieder. Unsere liebe Narzisstin, also wenn ich diese Karte schon sehe, so selbstverliebte Leute, ne? Ja, krankhafte Selbstverliebtheit, hochmütig. Leute, die wohl sich zur Schau stellen, die könnt ihr auch überall beobachten. Passt genau auf, das passiert überall, ne? Die handeln aus purem Egoismus und behandeln Menschen abwertend, ne? Es kann sein, dass du auch so jemand in deinem Umfeld hast, ne? Für den bist du nur der Lückenbüßer und die zweite Wahl. Da wirst du zur Ablenkung benutzt, ne? Vielleicht ist dem jemand langweilig, ne? Sollst immer parat stehen, wirst überhaupt mit deinen ganzen Dingen nicht ernst genommen, ne? Sowas kannst du nicht gebrauchen. Mit solchen Leuten bist du auch am Ende. Also ich habe den Eindruck, dass viele da sind, die wo mit solchen Leuten am Ende sind und die wo jetzt sagen, da gibt es kein Zurück mehr. Vielleicht hockst du noch dort, aber du trägst dich halt eben mit dem Gedanken, du machst das nicht mehr mit. Ja, weil du hast mit diesen Leuten die Büchse der Pandora geöffnet. Ne? Kann aber auch sein, passt mal genau auf, wer noch alles die Büchse der Pandora öffnet, ne? Jemand Lasterhaftes, wo Unheil über dich springt, ne? Ja, im Moment sind auch schlechte Zeiten, ne? Ja, aber da schlägt das Karma zu, ne? Also du erntest, was du säst, wenn du Gutes gesät hast, kriegst du Gutes. Und diese bösen Leute, die kriegen jetzt auch ihr Karma, ne? Ja, weil sie nicht widerstehen konnten, hm? Wir gehen in unsere Wunscherfüllung. Oh, wie schön. Ich freue mich immer, wenn der Wunschbrunnen kommt. Ne? Ja, du wirst Erfolg haben, wieder Vertrauen ins Leben und den Menschen fassen. Ne? In Gott. Wünsche werden wahr. Eine neue Liebe kommt in dein Leben. Vielleicht hast du auch beruflich neue Projekte. Ne? Ja, wo du dir überlegst, dass du da was änderst. Und du bist von der geistigen Welt beschützt. Ja, auf diese negativen Leute, Narzissten, Psychopathen, Soziopathen, da hast du eine aufgestaute Wut im Bauch, ne? Das übersäuert natürlich den Körper, ne? Da kannst du mal probieren mit Natron, ne? Natronfußbäder, da ziehst du das Gift raus, ne? Kann sein, dass es deswegen zu Muskel- und Gelenkschmerzen gekommen ist oder zu Bauchschmerzen, ne? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt, heute? Ja, dadurch die aufgestaute Wut, die Zigarette, oh je, ich rauche auch, ne? Ja, da suchst du Entspannung durch Süchte, isst vielleicht zu viel Schokolade oder rauchst oder trinkst das eine andere Gläschen Rotwein zu viel oder Bierchen, ne? Ja, weil du schwache Nerven hast, aber das ist eine ungesunde Lebensweise, ja, das wissen wir ja auch, ne? Sollen wir ändern, ne?
Ja, der Salbei. Du sollst dich reinigen innerlich, ne? Kannst ja auch mal Salbeitee trinken. Schwitzen. Es kommt zur Bekämpfung von Pilzen und Bakterien, ja, die Grippe zum Beispiel, ne? Mach auch mal eine Hausreinigung. Eine belastende Thematik soll auch ausgeschwitzt werden aus deinem Körper, ne? Also ich schwitze auch in der letzten Zeit da ganz arg, ne? Soll auch irgendwas ausgeschwitzt werden. Wenn man alles ausschwitzen könnte, wäre doch klasse, ne? Aber macht mal diese Hausreinigung, ne? Mit Salbeiräuchern, mit Weihrauchräuchern oder das mit dem Salzglas, wie ich euch da gesagt habe, ne? Ja? So, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Jo, ihr sollt halt Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringen. Das hatten wir da oben bei den Traumtarot auch. Vielleicht sollte der eine oder andere mal eine Kur beantragen, weil er im Burnout ist, ne? 10 der Schwerter, totale Erschöpfung. Also der Burnout, wenn du einen hast, ne? Oder total erschöpft bist, das soll jetzt behandelt werden, ne? Der Weg der Heilung kommt auch, ne? Das dauert aber ein bisschen länger. Ja. Der Magier, der zeigt eigentlich, dass du vorwärts gehst, ne? Dass du deine Probleme löst, ein Macher bist, Talente hast, die Initiative ergreifst, ne? Ja. Geb dich dahin. Geh in die Selbstliebe, ne? Du bist ein ganz toller Mensch und das sollst du ja auch sehen, ne? Und hör auf, um etwas zu kämpfen, was negativ ist. Ne? Zum Beispiel negative Menschen, Narzissten. Kämpf da nicht um eine Liebe, weil da kommt nie was zurück. Ne? Kämpf lieber für dich. Ne? Geh ins Vertrauen zu Gott. Ne? Du wirst noch den richtigen Menschen kennenlernen. Ne? Weil du wirst ja eine neue Liebe kennenlernen. Also kämpf für das, was für dich, was dich glücklich macht. Schlagzeile. Jo. Hier stellt sich jemand in den Mittelpunkt. Könnt ihr mal gucken, wo überall, ne? Wo es sensationssüchtig ist, ne? Wo zur Übertreibung neigt, Gerüchte in die Welt setzt und sich vor allen Dingen am Leid anderer ergötzt. Das machen ja diese Psychopathen, Soziopathen und Hochnarzissten, ne? Sind ja meistens, haben die ja so eine sadistische Veranlagung, dass sie dich freuen, wenn es dir schlecht geht, ne? Ja, also geh diesen Leuten aus dem Weg, wenn du irgendwie kannst, ne? Arbeite vielleicht mal mit Kristallenergien, was deine Gesundheit oder deine Seele angeht. Ne? Nutze die Macht der Worte. Ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ich bin gesund. Ich bin toll. Ich bin mutig. Ne? Ja? Mach mal so Ritualarbeit. Das kannst du zum Beispiel auch mit der Strichmännchen-Technik machen. Ne? Guckst du mal in YouTube, da wird sie erklärt. Weil du sollst Blockaden lösen. Ne? Und du wirst Energien aus der geistigen Welt gesendet bekommen. So, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ich schwitze auch Thematiken aus. Ja. Oh, der Happy Buddha, du gehst wieder in deine Lebensfreude, in deine Leichtigkeit, in dein Glück. Es kommt zu einer positiven Wende, die wohl dich auch begeistern wird. Ne? Jo, genau so ist es. Neue Liebe. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Ist noch aus meiner Kindheit das Lied. Der Efeu. Ja, du bist zäh. Du stehst nach, hast vielleicht einen Schicksalsschlag hinter dir, ne? Mama verloren wie ich. Oder irgendwelche anderen Leute. Stehst nach dem Schicksalsschlag wieder auf, ne? Bekämpfst deine Schmerzen, verfügst auch über Durchsetzungsvermögen, ne? Ja. So, gucken wir mal noch ein, zwei Karten. Ja, sei kreativ. Probier mal was Neues aus. Verfeiner was, eine Gabe, die wo du hast. Oder lad jemanden zum Essen ein, der wo dir wichtig ist, ne? Vielleicht kochst du ja auch was Schönes. Die Küche. Außerdem brauchst du mal Entspannung. Deine Sinne müssen verwöhnt werden. Oh ja, Massage, das wäre doch klasse, ne? Wo die Krämpfe gelöst werden, der Alltagsstress mal abgebaut werden kann. Vielleicht hast du auch irgendeine Krankheit, wo du vielleicht ein bisschen Physiotherapie mal solltest machen, ne? So, und die geistige Welt, die tritt auch mit dir in Kontakt, ne? Achte auf deine Träume.
Das sind Wahrträume. Das merkst du aber, ne? Wenn etwas real ist, dann vergisst du das auch nicht. Du kriegst in deiner Situation Antworten im Schlaf, ne? Ja, vielleicht träumst du auch von deinem Seelenpartner, ne? Im Allgemeinen kommt jetzt das Nebelhorn. Ein riesengroßer Weckruf. Aufwachen, ne? Nicht weiter schlafen, Augen öffnen. Ja, da kommt eine Warnung, wo man endlich etwas begreifen soll. Ne? Und da soll man den Kopf einschalten. Ich liebe diese Karte. Ich ziehe mal noch welche. Ah, zum Narzisst, der Vampir. Ja, die saugen einem ja die ganze Energie ab. Ne? Spürst du auch. Also wenn du negative Leute in der Nähe hast, dann merkst du, wie dir die Energie flöten geht. Ne? Da fühlst du dich kraftlos, ne? Vielleicht ist doch jemand neidisch auf dich, ne? Du fühlst dich dann ausgelaugt. Pass auf, dass du dich nicht aussaugen lässt, ne? Es kann sein, dass du in einer schlechten Umgebung bist. Hast die falschen Menschen um dich, ne? Ja? Ja? Neider, Hasser, Stalker, Nachahmer. Jemand, der wohl so wie du sein will, ne? Wo vielleicht auch deine Ideen klaut, ne? So. Den geben wir aus dem Weg. Ne? Also wenn ihr das merkt, schützt euch. Hm? So, jetzt holen wir die letzten Karten. Im Namen Gottes, was sagen denn die Feen noch? Ne? Was ist denn heute noch wichtig? Winter. Also die Antworten auf deine Gebete und Affirmationen, die wo du so machst, die werden sich im Winter voll, werden die real werden. Ne? Wir haben ja Winter. Hm? So, außerdem bist du ein Mensch, der wohl mit der Natur verbunden ist. Ne? Ja, geh vielleicht mal raus, weil du fühlst dich dann verjüngt und inspiriert, wenn du Zeit in der Natur verbringst. Umarme mal einen Baum, das soll ja Wunder wirken, habe ich mal gelesen. Ja, Übung, Übung, Übung. Ja, du sollst täglich üben. Da kannst du deine Fertigkeiten und Talente verfeinern und dein Selbstvertrauen stärken. Ich bin ein toller Mensch, sagst du dir jeden Tag. Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst zu zweifeln. Machst du jeden Tag. Ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ne? Und übst mal deine Talente, ne? Die wo dir halt eben Spaß machen. Ne? Nichts, was dir keinen Spaß macht. Ja, Wünsche erfüllt sich voll und ganz, wenn die Blumen zu blühen beginnen im Frühling. Da kommt es zu einer Veränderung. Da oben ist ein Schmetterling drauf. Ne? Mhm. Ja, wunderbar, wenn die positiv ist. Ja. Ja, scheinbar bist du auch ein spiritueller Lehrer. Ne? Hier sind eine Menge Tiere drumherum. Ne? Ja. Es gehört zu deinem Lebenssinn, Heilung und Spiritualität zu vermitteln. Ne? Ja, da kann ja der ein oder andere. Ja, da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Ja, vielleicht hast du mit Tieren zu tun, weil da so viele Tiere drauf sind, ne? Tiere sind Geschenke Gottes, ne? Die zeigen uns, was wahre Liebe ist, ne? Weil die lieben selbstlos. Egal wie du aussiehst, wie es dir geht, ne? Ob du arm oder reich bist, die lieben dich, ne? Nicht wie die Menschen, hm? Wo du alles erstmal haben musst, wo sie, besonders diese Narzissten, und Papiere, da hast du immer irgendwelche Ressourcen, wo die haben wollen. Ne? So, bei Tieren ist das anders. Die lieben dich egal, wie du bist. Vegetarisch sollst du dich mal ernähren. Ne? Eine neue Art der Ernährung gibt dir mehr Energie, bessere Gesundheit, geistige Klarheit und Verwirklichungskraft. Ernährung ist aber auch seelisch gemeint. Meide negative Menschen, Neider und Hasser. Ja. Da machst du dir vielleicht Gedanken und deinem Sohn, es kann aber auch die Tochter sein, ne? Also die werden behütet und geschützt, während sie die Welt entdecken. Hm? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Sommer. Ja, bei den einen oder anderen ist die Vollendung der Wünsche oder wo sie drum gebeten haben, das findet im Sommer statt. Hm? Also ich denke, das ist Winter, Frühling, Sommer, das ist so ein langsames, wo es immer mehr wird. Ne? Eventuell Geschäftsvorhaben. Ne? Da sind die Zwerge mit dem Gold.
vertraue und gehe voran in Bezug auf dein neues Geschäftsvorhaben. Vielleicht hast du dir ja was überlegt, ne? Oder eine berufliche Aufstiegschance. Die wurde ich da erhält. So, letzte Karte. Und affirmiere. Ja, das müssen wir machen. Wir leben in einer Welt der Gedanken. Ne? Und diese Gedanken, die werden real, wenn wir uns das nur oft genug sagen. Um deine Gedanken und deine Energie zu stärken und um das anzuziehen, was du dir wünschst und was du möchtest, ne? Verwende Affirmationen. Ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ne? Ja, einige Antworten findest du eventuell in den Ferien, ne? Oder bei Urlaubstagen. Vielleicht fährst du aber auch nur übers Wochenende weg. Ne? Ja? Kann sein, dass dir die geistige Welt da Antworten schickt. Das habe ich auch schon wieder Schulden bezahlt. Ne? Die Last und Gewohnheit alter Schulden wird von dir in deinem Leben genommen. Ne? Damit sind auch zum Beispiel, das sind finanzielle Schulden gemeint. Das sind, wo du meinst, du hättest Schuld auf dich geladen, vielleicht in einem früheren Leben oder so, ne? Vielleicht hast du da mal jemanden aus dir auf die Füße getreten, ne? Also diese Last wird jetzt von deinem Leben genommen, ne? Weil du gehst jetzt in eine Hochzeit, ne? Ja? Eventuell sogar eine wirkliche Hochzeit, ne? Weil du lernst ja eine neue Liebe kennen, ne? Ja? Da wird der Segen der Ehe gefeiert. Vielleicht geht aber auch der ein oder andere heiraten. So, jetzt hole ich noch eine Tarot. Geht das denn weiter? Und dann beenden wir die Legung. Ja, im Moment haben wir eine ruhige Zeit, ne? Permanent rauscht jemand rein und macht da Chaos. Da herrscht eine kalte, frostige Stimmung. Aggressivität, Unberechenbarkeit. Ja, wir haben ja schon gehört, in der Liebe ist jemand, der herrscht Eiszeit. Eine sehr herzlose Person, Narzisst, Energievampir, ne? Ja, da gibt es aggressive Auseinandersetzungen, aber da gehst du ja raus, ne? Beruflich eventuell auch Stress und Streit, ne? Ja, aber du gehst da raus, hier entwickelt sich was gut, ne? Du gehst ins Wachstum, ne? Ja, fast wieder.